Hey Freunde, ist wieder heute am Morgen. Herzlich willkommen zurück zu einer Folge von Inscription. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht der Kampf gegen den Jäger wieder weiter. In der letzten Folge haben wir uns darauf vorbereitet. Wir haben leider keine OP-Karte gekriegt. Müssen wir halt schauen und beten, dass wir diesmal einen Jäger schaffen. Der Fallensteller stand vor dir. Aus Gewohnheit griffst du nach deiner Sammlung von Zähnen. Der Mann verzog das Gesicht und schüttelte den Kopf. Ein erlesenes Fell wirst du abgeben. Ich bin's wieder. Diese Stelle? Das kann ich hier voll hierhin. Ich will Slevy. Sehr gut. Oh shit. Wird langsam ziemlich knapp mit meinem Leben. Weiter. Nein! Fucking hell! Digga, ich komme einfach nicht am Jäger vorbei. Es wird langsam ziemlich mühsam und frustrierend. Eine Todeskarte, sehr schön. Sie könnte allerdings noch ein paar Details vertragen. Mit welcher Karte? Kosten 0. Kraft und Gesundheit, die Karte. Die Zahlen, ja, Coyote. Mit welcher Karte, von der ich die Siegel übernehme? Die hier. Noch gar nicht nach deinem Namen gefragt. Nenn ihn James. Ja, der gute Karte, ein Porträt. Und es fängt wieder von vorne an. Ich komme einfach nicht am Jäger vorbei. Ey, ich heul gleich, Mann. Ich heul wirklich gleich. Es kann doch einfach nicht sein. Ich hätte... Ey, ich muss mich mehr konzentrieren beim Jäger. Das nächste Mal, wenn wir beim Jäger sind, ich sage einfach gar nichts mehr und konzentriere mich. Du musst in große Fußstapfen treten. Die Person, die vor dir kam, hat das den ganzen Weg bis zum Fallensteller geschafft. Ich rechne nicht mit allzu viel. Pass überhaupt auf. Richte deine Aufmerksamkeit auf das Spiel. Dein Deck. Genau, wieder der größte Müll. Hier durch. Und beten, dass wir eine Todeskarte kriegen. Eine OP-Karte? Ne, kriegen wir natürlich nicht. Ich nehme den Sperling mit, oder? Ja, ja. Die Greisholzschützerin schien vor dir. Sie bewegte sich trotz ihren hohen Alters mit einem gewissen Elan. Die grauhaarige Frau sammelte still ihr ins Rein ein und ging fort. Und fight.
So, der hat jetzt einen Leitwolf hingepflanzt. Machen hier einfach einen Ochsenfrosch hin. Perfekt. So, zack, zack. Und da haben wir ihn. Ich gehe hier durch. Ich gehe immer über die Fragezeichenkarten, weil da hast du eine geringe Möglichkeit, eine Todeskarte zu kriegen. Da war gerade das Levi, aber... Ach. Ich nehme das Gink. Was opfern wir? Ein Skink auf den Ochsenfrosch. Perfekt. Und dann wieder ein Fight. Glücksgriff. Kommt mit einem scheiß Kojoten, Mann. Dann gib mir das Ding. Machen wir hier das Hermelin hin. Halte mich am Leben. Oh, mir hat gerade das Levi geschrieben. Ich brauche ein Eichhörnchen. So, musst du kurz Levi zurückschreiben. Und mach einen Sperling hier hin. So. Echt das? Ja, es reicht, um ihn zu killen. Sehr gut. Bitte eine OP-Karte. Please, please, please. Nein. Mist. Ein Wolf. Wieder zur Holzschnitzerin. Holzschnitzerin schien vor dir. Sie bewegte sich trotz ihren Haushaltes mit einem gewissen Elan. Ich nehme den Hirschkopf mit, aber setze immer noch das Eichhörnchen zusammen, weil das im Moment OP. Die grauhaarige Frau sammelte still ihre Schnitzer rein und ging fort. So, ein Fight wieder. Machen wir das am besten? Ich mach den Ochsenfrosch hier hin. So. Wieder ein Eichhorn. Reit einen Sperling hin. Ja, ich habe gerade wieder nur Scheißkarten. So. Das ist doch schon mal viel besser. So, zwei Eichhörnchen und dann der Wolf hierhin. Ich geb mich geschlagen. Ja, danke sehr. Oh, bitte, bitte, gib mir eine OP-Karte. Bitte, bitte, bitte. Death, Fred oder Reginald. Ich nehme Fred. Das hat mal überhaupt nicht geklappt, Mist. Man kriegt halt seine eigenen Karten kaum. Das ist so beschissen.
Sir Merlin. Ein weiteres Siegel. Hurra! Dann auf zum Goldsucher. Irgendwie habe ich mittlerweile ein bisschen das Gefühl, dass der Jäger der letzte Boss ist. Das unaufhörliche Klong, Klang, Klong halte zwischen deinen Ohren wieder. Der Weg vor dir wurde von einer grotesken Gestalt versperrt. Gold, das ist... Ich kann es riechen! Na, ich Hörnchen wieder. Der Goldsucher-Boss. Schon wieder. Ich weiß nicht, zum wievielten Mal ich diesen Goldsucher-Boss mache, wenn ich ehrlich bin. Keine Ahnung. Halt mich am Leben. Ich brauche ein Eichhörnchen. Und dann hier ein Sperling hin. Nimm mal einen verkrüppelten Wolf. Der hat nicht viel. Ein Eichhörnchen. So, das sollte reichen. Perfekt. Wir haben ihn einmal. Es ist Gold in diesen Karten. Gold, ich bin auf Gold gestoßen. Nehmen wir mal eine Karte. Mach den Ochsenfrosch hier hin. So. Angriff. Die Stinkwanze. Gut gespielt. Bisschen Problem, ich habe kaum noch Karten, nutze mich klug. Ich hab kaum Karten. So, jetzt hat's geklappt. Haben wir den besiegt? Brauchst du ein Licht? Yep. Vielleicht kann ich einen von diesen hier locken. Ich nehme einen Langhirsch mit. Du klopfst dir den Staub von der Hose und setzt deine Reise fort. Wieder einmal mehr. Oh ja, ich weiß. Eine schwere Nässe sammelte sich in der Luft. Das Brummen und Zirpen von Insekten übertönte das Geräusch deiner Schritte. Du erblickst das Sumpfgebiet. Denn hier lang. Bitte, 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 OP-Karte. Please, please, please. Yes, wir haben Hans. Oh mein Gott, wir haben eine der beiden OP-Karten. Das knisternde Feuer erhellte die ausgezerrten Gesichter einer Gruppe von Überlebenden. Wir haben nichts zu essen, sagte einer. Aber vielleicht kommt eine deiner Kreaturen zu uns, um ihre Kraft zu steigern, fragte eine andere. Ich riskiere Hans auf jeden Fall nicht, aber ich mache den Langhirsch. Lass sie hier, sagte eine Überlebende. Die Kreatur könnte noch mächtiger werden. Doch die Überlebenden wirkten mit jeder Sekunde hungriger. Forderst du dein Glück heraus oder ziehst du dich zurück? Ich ziehe mich zurück. Die Kraft von der Karte Langhirsch wurde durch die Wärme gesteigert. Als eine der Überlebenden ein Messer aus der Tasche zu holen begann, zogst du dich zurück. So, wieder ein Fight. Aber wir haben endlich Hans, Gott sei Dank. Wir haben endlich Hans. Ich mach den Langhirsch hier hin.
Ich bin's wieder. Yep. Ah, das ist gerade ein bisschen ein Problem. Ah, wir haben gewonnen. Okay. Oh, es wäre so nice, nochmal eine Karte. Bitte, bitte, gib mir Papyrus. Timberbone. Ja, wir nehmen Timby mit. Ist das hier nochmal? Ah, Opfern. Möchte ich eigentlich nicht, aber muss ich. Wenn opfer ich. Ja, mach den Sperling weg. Jetzt frage ich mich gerade was. Okay, es passiert nichts. Weird. Wir haben auf hier wieder einen Zahn auf jeden Fall. Haben wir jetzt wieder einen Fight? Ja, ich lag oben. Ja, moin, mit was allem kommt er denn jetzt plötzlich? Holy. Ein Eichhörnchen hierhin damit. Gewonnen, perfekt. Komm schon. Mist! Der Biberplänkspann, den hatten wir noch nie. Ich nehme den mal mit. Rucksack. Weil ich habe kaum noch Items. Ein Eichhörnchen ist auf jeden Fall sehr gut. Und die Zange. Und wieder ein Fight. Ja, easy win. Hätte ich gesagt. Oh mein Gott, ey, ich liebe diese OP-Karten. Bessere Fälle findest du im Umkreis von 100 Meilen nicht. Erste gibt's gratis. So. Danke für deine Unterstützung. Wir gehen über den Pilz, wenn der Pilzmann überhaupt etwas hat. Wir werden Dubletten brauchen. Eine für jeden von uns. Oh, wir haben sogar das doppelt als Hasenfell. Dieser Vorgang ist der grausig. Zieh weg. Weiß zwar nicht, ob das überhaupt was... Ah, doch. Die Operation ist ja abgeschlossen. Ich glaube schon. Ich habe zwar einen Hasenfell herumoperiert, aber ja. Du sahst einen ungeheuren Mann an einem schlammigen Teich kauern. Er schien Fleischbrocken aus einem toten Fisch zu reißen. Einige der Brocken warf er zurück zum Teich, wo schaulige Vögel sie wegschnappten. Und einige stopfte der grob schlächtige Mann sich unachtsam in den Mund. Bringst Fisch? Eichhörnchen. Ah, zwei Blut brauche ich dafür. Tascheneichhorn. Timby hier hin, der Langhirsch dahin. Perfekt. Dann macht er den Eisvogel, glaube ich, weg. Wenn ich mich nicht täusche. Ja gut, der hat sowieso verkackt. Ist er einmal drauf gegangen. Fischen, geh!
Ach, wir treffen uns wieder. Bisschen geh. Kaninchenfell. Bist du sicher? Ja. Bist du sicher? Sermelin muss ich jetzt noch blockieren, damit es sich nicht bewegen kann und nicht irgendwo hinlatscht. Beide wurden wieder gekillt. Gerade ein bisschen in Lebensgefahr. Ich hätte jetzt sehr gut Hans gebrauchen können, aber leider nein. So, dann gewinnen wir halt so gegen den Fischer. Ein Auge und einen Zahn verloren. Deine Leben sind wiederhergestellt. Vielleicht kann dich einer von diesen hier locken. Ich nehme Maulwurfsmann mit. Ja, Mann, du würdest das Auge, das du verloren hast, gerne ersetzen. Nimm das da. Die Wahl ist endgültig. Der widerliche Gestank des Angels schließt allmählich nach, also als du deinen Weg fortsetztest. Ein Augenblick. Mehrere Lagen eisigen Schnees setzen deinen Körper zu, als du dich zu einem Ausgangspunkt emporkämpftest. Verschneite Bäume ragten aus der Landschaft hervor, wie spitze, falsch sitzende Zähne. Du zogst weiter durch die Schneegrenze. Okay. Ich hätte gesagt, ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Inscription wieder. Ich hoffe, wir schaffen das nächste Mal endlich den Jäger, weil sonst wird's mühsam. Schau gerne in meinen anderen Projekten vorbei, hätte ich gesagt. Bis zum nächsten Mal.